Boah, kalt. Kältespray, Alex. Ja? Aha, jetzt kommt's da. Ja, hallo liebe Simson-Freunde. Moin. So, Alex, heute geht es um was ganz, ganz Gefährliches, ne? Um das sogenannte Kälteschockspray. Gibt ja viele Leute, die verwenden sowas für den Motorenbau und ist auch wirklich mega gut, um die Lager runterzukühlen. Aber Alex, das Zeug ist mega gefährlich und ich glaube, das unterschätzen ganz viele Leute, denn dieses Kälteschockspray, das beinhaltet Propan- oder Butangas und Propan- und Butangas haben ja, eine tolle Eigenschaft, Alex, kennst du die? Schwerer als Luft. Genau, also nicht verwenden unter Erdleiche. Das heißt, viele Leute haben ja vielleicht ihre Werkstatt im Keller. Und das Problem ist, wenn man dieses Kälteschockspray benutzt, das ist wirklich hochexplosiv. Und ja, das Problem ist, es bleibt einfach unten hängen, ne? Das heißt, umso mehr du davon benutzt, umso mehr fühlt sich der Raum. Und irgendwann ist entsprechend dann die Konzentration so hoch und so effektiv, dann brauchst du nur noch einen Funken und dann ja, ist das Dach weg, ne? Also nicht zu unterschätzen, das Zeug. Wir zeigen euch das jetzt mal ganz kurz. Und Alex, eigentlich brauchen wir gar nicht an die Werkbank, ne? Weil wir blenden jetzt mal ganz kurz was ein. Und zwar von dem YouTuber Zweitaktbekloppter. William heißt er, glaube ich. Übrigens ein super Kanal. Guckt euch das mal an. Der macht wirklich auch tolle Sachen. Und wir blenden jetzt mal ganz kurz die Sache ein und schaut euch das Ganze mal an. So, Alex, und gleich hinterher noch mal ein zweites kleines Video, wo man auch sehen kann, wo eine Campinggaskartusche einfach mal in ein Feuer geworfen wurde. Und da kann man auch mal sehen, was diese Explosion für eine Effektivität hat. Ja, also das Ganze ist wirklich nicht zu unterschätzen. Auch Bremsenreiniger zum Beispiel ist genauso gefährlich. Also passt auf, wenn ihr das Zeug benutzt, dass ihr für gute Belüftung sorgt und dass euch nichts passiert. Also ich muss ehrlich gestehen, Alex, ich habe meine Garage, damals die andere Garage, du weißt ja noch, wo das war, hier vorne, Ja. da habe ich tatsächlich auch mal meine Garage in Brand gesetzt. Da habe ich auch mit Bremsenreiniger am Moped was sauber gemacht und dann irgendwie mit Feuer da rumhantiert und auf einmal brannte alles, ne? Also, naja, mit Feuer haben wir es ja sowieso an der Werkbank, ne? Also unterschätzt das nicht, das ist wirklich super gefährlich. Und Alex, wir machen jetzt noch mal ein Live-Test, würde ich sagen. Ne? Wir gucken mal, wie gefährlich das ist. Wir schnappen uns mal einen Eimer. Ich gehe mal kurz raus, hol mal einen und dann zeigen wir euch mal, wie gefährlich dieses Zeug tatsächlich ist. Ja, also aufpassen. Was meinst du eigentlich damit, Alex, wenn du sagst, hier drin? Alex hat eben gerade gesagt, willst du das etwa hier drin machen? Ja, klar. Ja. Ich habe mir hier mal so einen Putzlappen genommen und da habe ich so ein kleines Loch reingemacht. Und wir bereiten das jetzt mal vor. Und dann zeigen wir euch mal, wie gefährlich das ist. Weil, Alex, wir nehmen deswegen einen Eimer, komm mal ein bisschen runter, dann bist du auf einer Höhe mit mir. Ja, ist Ich immer stehe gerne über wichtig. dir. Hier, film mal ganz kurz. Weil das Problem ist, dass dieses Kälteschockspray, wie du schon vorhin richtig gesagt hast, es ist schwerer als Luft. Das heißt, überall, wo das Spray reingesprüht wird und es keine Wind- oder Luftzirkulation gibt, bleibt dieses Spray dann da auch drin. Und es ist dann am Ende wirklich hochbrennbar und ja, wenn es ein bisschen mehr ist, dann tatsächlich auch explosiv. Und deswegen auch bitte nicht im Keller verwenden, das ist wirklich super gefährlich. Das kommt dann nie wieder raus und irgendwann nach dem 10. Motor, Alex, ist dann die Konzentration erreicht, dass das Dach wegfliegt. Ja? So, wir fangen an. Zeig mir mal, wen der 10 Motoren im Voll gemacht, Mensch. Die Zweilackbrigade zum Beispiel, ja, die machen viele Motoren. Oder auch Knoppi oder Nico Freitag, die machen auch sehr, sehr viele Motoren. Okay. Also, wir sprühen das jetzt mal hier rein. Warte mal, nur ein bisschen festhalten hier. Einmal durch dieses Loch hier und dann mache ich da jetzt einfach mal. Warte mal, passt das Was ist dann los? durch? Wo ist denn das Loch? Oh, da ist es. So, wir machen da jetzt mal ein bisschen Kältespray rein. Das ist ja so, das reicht schon. Das ist ja so klassisch, wenn du ein Lager kalt machst, ne? Und jetzt nehmen wir uns hier mal so ein
Jetzt musst du vielleicht mal aufstehen, Alex, sonst ist die Kamera gleich weggekugelt. Ja, du siehst ja, dass es einfach drin stehen bleibt, ne? Genau, wir haben hier so ein, wie nennt sich das, Feuerstein? Feuerstein, genau. Also Stahl. Das Gas ist da jetzt drin und das kommt da auch nicht raus. Das würde da auch morgen noch drin sein, weil es halt schwerer ist als Luft. Und wir machen da jetzt einfach mal einen Funken rein und dann könnt ihr mal sehen, wie schnell das tatsächlich anfängt zu brennen. So. Ja? Also das ist nicht ganz zu unterschätzen. Ich hoffe, Alex, dass... Alter Finne. Okay, also Gott sei Dank ist es vorbei. Ja, also passt auf, wir machen es jetzt nicht mit Bremsenreiniger, weil das kommt ungefähr aufs Gleiche raus. Aber es ist schon wirklich heftig. Ne? Also passt da auf, wenn ihr eure Motoren macht. Wenn ihr mit Kältespray arbeitet, dann bloß nicht danach mit dem Feuerzeug darum hantieren. Ihr habt es ja gesehen vorhin in dem kleinen Videoschnipsel und ist echt gefährlich, Alex. Ne? Es riecht aber leicht, es macht schön kalt, minus 50 Grad. Es riecht leicht verbrannt hier drin übrigens. Ja, wir sollten mal dringend lüften. Aber erstmal trinken wir einen Schluck Bier. Ne? Also, passt auf und dass euch nichts passiert. Bis dann, ciao.